Was sind die beliebtesten Ausbildungen 2021? In diesem Video verrate ich euch die Top 10. Und eine coole Info schon mal vorweg, es findet sich ein Ausbildungsberuf auf den ersten 5 Plätzen, den es erst seit einem Jahr gibt. Bei über 300 Ausbildungsberufen in Deutschland ist es nicht immer ganz einfach, den Überblick zu behalten und schon gar nicht sich für genau eine Ausbildung zu entscheiden. Super hilfreich für ganz viele ist da eine Übersicht über die beliebtesten Ausbildungen. Da sieht man dann nämlich ganz einfach, was die anderen so machen und welche Ausbildungen im Moment auch so im Trend sind. Wenn man sich nach den beliebtesten Ausbildungen richtet, dann gibt es also auf jeden Fall Vorteile, aber auch ein paar Nachteile, die erzähle ich euch später. Was ihr auf jeden Fall schon mal eben machen könnt, folgt uns auf Instagram und auf YouTube, so verpasst ihr keine News mehr zu freien Stellen oder Tipps zur Bewerbung. So, bevor ich jetzt mit den Plätzen 10 bis 6 anfange, nochmal ein ganz kurzer Überblick, nämlich über die Branchen und Bereiche, die 2021 voll im Trend sind. Was echt auffällt, super viele von euch interessieren sich für eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Da werden aber auch einfach mega viele Fachkräfte gebraucht, ob im Supermarkt oder im Büro. Deshalb sind die Bewerberzahlen auch eigentlich jedes Jahr so hoch. Um das mal zu verdeutlichen, bei der Hälfte unserer Top 10 steht im Jobtitel Kaufmann oder Kauffrau. Schon krass, oder? Aber es gibt noch andere beliebte Bereiche. Es bewerben sich zum Beispiel gerade auch extrem viele um eine Ausbildung in der Pflege. Immer beliebter werden auch die verschiedenen Ausbildungsberufe in der IT. Auf ausbildung.de haben wir übrigens alle Berufe auch nach Themen sortiert. Klick einfach mal auf das i. Jetzt geht's zu den Top 10 der beliebtesten Ausbildungsberufe 2021. Angefangen mit den Plätzen 10 bis 6. Ach übrigens, für unser Ranking haben wir geschaut, auf welche Ausbildungsstellen auf ausbildung.de im letzten Jahr besonders oft geklickt wurden und auf welche Stellen sich die meisten beworben haben. Unser Platz 10 ist deshalb so beliebt, weil jedes Jahr immer mehr Dinge online geshoppt werden. Es braucht nämlich echte Expertinnen und Experten, wenn es darum geht, Waren von A nach B zu bekommen, beziehungsweise vom Shop zu dir. Und die heißen Fachkräfte für Lagerlogistik. Die stellen Lieferungen zusammen, machen Tourenpläne und wie der Name schon sagt, lagern Waren ein. Auf Platz 9 der beliebtesten Ausbildungsberufe ist schon einer dieser besagten kaufmännischen Berufe. Und zwar spreche ich von der Kauffrau oder dem Kaufmann für Versicherung und Finanzen. In dem Job berätst du klassischerweise Kunden in Versicherungsfragen und hilfst ihnen dabei, die passende Versicherung abzuschließen. Auch die Nummer 8 im Ranking ist eine kaufmännische Ausbildung. Dieses Mal geht es aber nicht um Versicherung, sondern um Money, 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 das liebe Geld. Na, du weißt bestimmt schon, welchen Beruf ich meine. Bankkaufleute helfen Kunden zum Beispiel dabei, ihr Bankkonto zu pflegen oder einen Kredit aufzunehmen, wenn ein Hauskauf oder so ansteht. Auch der Kfz-Mechatroniker oder die Kfz-Mechatronikerin hat es ins Ranking geschafft, nämlich auf Platz 7. Hier bist du richtig, wenn du Bock auf eine handwerkliche Tätigkeit hast und technisches Verständnis mitbringst. In dem Beruf ist es deine Aufgabe, Schäden am Auto zu erkennen und dann auch die Reparatur in Angriff zu nehmen. Du machst dafür natürlich auch Termine mit Autobesitzern aus und was ich ganz interessant finde, du hast bei den Autos heutzutage mit der modernsten Technik zu tun. Okay, ich muss dir sicher nicht erklären, was Verkäuferinnen oder Verkäufer so den ganzen Tag machen. Die Ausbildung ist bei uns auf Platz 6 der beliebtesten Berufe 2021. Aber, um sicher zu gehen, du verkaufst Waren und davon ganz unterschiedliche. Du sitzt an der Kasse, räumst Regale im Laden ein oder berätst Kunden. Die Verkäuferausbildung unterscheidet sich in einem Punkt von allen anderen Ausbildungen in diesem Ranking. Sie dauert nur 2 Jahre und das hast du vielleicht noch nicht gewusst. Die Übersicht mit den beliebtesten Berufen findest du übrigens auch auf ausbildung.de. Der Link ist hinterm i. So, gleich kann es dann auch schon mit Top 5 weitergehen, aber Moment noch, machen wir mal ganz kurz eine Pause vom Ranking. Ich hatte ja am Anfang versprochen, dir ein paar Vor- und Nachteile zu geben, die man hat, wenn man sich für eine Ausbildung entscheidet, die viele andere auch machen. Es ist meistens so, dass es für beliebte Ausbildungen auch gleichzeitig sehr viele Stellen gibt, und zwar in ganz Deutschland. Deshalb kann es echt einfacher für dich sein, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Höchstwahrscheinlich findest du direkt in deiner Stadt Stellen, auf die du dich bewerben kannst. Kleiner Nachteil dabei, du hast dann natürlich auch ein bisschen mehr Konkurrenz. Hier gilt dann aber wieder, die richtige Bewerbung ist mega wichtig und entscheidend. Auf ausbildung.de findest du natürlich haufenweise Infos, zum Beispiel zum Ablauf und zu den Inhalten. Außerdem haben wir zu den beliebten Ausbildungsberufen auch Musteranschreiben für dich, an denen du dich bei deiner Bewerbung orientieren kannst. Die Links dazu findest du alle unter dem Video. Weiter geht's mit den beliebtesten Ausbildungsberufen, nämlich den Top 5. Die stelle ich mal etwas ausführlicher vor. Du bekommst nämlich noch direkt Infos zu den Voraussetzungen und auch ganz wichtig, dem Gehalt. Auf Platz 5 ist der Industriekaufmann bzw. die Industriekauffrau. Dieser Beruf ist echt vielseitig. Du arbeitest zum Beispiel im Vertrieb, im Marketing oder im Rechnungswesen in einem Unternehmen oder du bist im Einkauf und führst Verhandlungen mit Lieferanten und Kunden. Wie eigentlich bei allen kaufmännischen Jobs solltest du für diese Ausbildung Organisationstalent mitbringen und kommunikativ sein. Ah, und wer Abitur oder Fachabitur hat, hat hier etwas bessere Chancen, eine Ausbildung zu bekommen. Übrigens, etwas mehr als 1.000 Euro brutto im dritten Jahr lassen sich auch finanziell ganz gut sehen, oder?
Ich hatte es ganz am Anfang schon gesagt, es gibt eine beliebte Ausbildung 2021, die es ganz neu auf Anhieb fast ganz nach vorne geschafft hat, nämlich auf Platz 4. Es ist der Pflegefachmann bzw. die Pflegefachfrau. Da gab es letztes Jahr auf Ausbildung.de echt massenhaft Bewerbung drauf. Kein Wunder, die Ausbildung vereint seit Anfang 2020 nämlich 3 Ausbildungen in eine. Die zum Gesundheits- und Krankenpfleger, die zum Kinderpfleger und die zum Altenpfleger. In dem Job pflegst du mal ganz kurz gesagt kranke Menschen, ganz egal wie alt. Und das machst du zum Beispiel im Krankenhaus, im Altenheim oder bei einem Pflegedienst. Damit bist du also super flexibel bei der Wahl deines Arbeitsplatzes und nicht vorab schon auf die Pflege von Kindern oder älteren Menschen festgelegt. Es ist natürlich extrem wichtig, dass du für einen Job in der Pflege bestimmte Eigenschaften mitbringst. Bist du einfühlsam und hast ein Gespür dafür, was andere Menschen brauchen, ist das super viel wert. Gleichzeitig solltest du aber wirklich kein Problem damit haben, Patienten näher zu kommen, zum Beispiel beim Waschen. Und Bock auf medizinische Themen ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Was vielen gar nicht klar ist, mit über 1.000 Euro schon im ersten Jahr ist die Ausbildung auch echt gut bezahlt. Und schon sind wir bei Platz Nummer 3. Ich hatte ja auch schon kurz angesprochen, dass IT-Berufe stark im Kommen sind. Und tada, ich präsentiere den Fachinformatiker. Super viele Jugendliche bewerben sich jedes Jahr um diese Ausbildung. Die wird übrigens in 4 Fachrichtungen angeboten. Am beliebtesten sind die Fachrichtung Systemintegration und die Fachrichtung Anwendungsentwicklung. In beiden Ausbildungen wirst du zum Computer- und Technikexperten ausgebildet. Der Unterschied? Die Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung programmiert Softwareprodukte und arbeitet dabei mit den sogenannten Programmiersprachen. Die Fachinformatikerin für Systemintegration kümmert sich meistens um die digitale Infrastruktur von Unternehmen. Sie hat also zum Beispiel ein Auge darauf, dass die Computer aller Mitarbeiter funktionieren und dass auch alle Programme drauf sind. Für den Job solltest du natürlich Interesse an IT und Technik mitbringen, ist ja logisch. Du kannst bei deiner Bewerbung punkten, wenn du gute Noten in Mathe und Informatik hast. Auch hier bekommst du knapp über 1.000 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Kommen wir zum zweiten Platz in unserem Ranking, die Kauffrau oder der Kaufmann für Büromanagement. Diese Ausbildung gehört jedes Jahr zu den beliebtesten Ausbildungen. In dem Job kümmerst du dich in deinem Betrieb um alle möglichen organisatorischen Dinge. Du managst also quasi den Büroalltag, wie der Name ja schon sagt. Du übernimmst zum Beispiel den Schriftverkehr für deine Chefin oder organisierst Meetings. Ein Klassiker ist auch, dass du Dienstreisen für das Team buchst. Das sind alles Sachen, die in jedem Unternehmen passieren. Deshalb werden jedes Jahr super viele neue angehende Kaufleute für Büromanagement gebraucht. Es liegt ja auf der Hand, dass du für diese Ausbildung eine gewisse Portion Organisationstalent brauchst. Bist du also von Natur aus ordentlich und kommunikativ, könnte die Ausbildung echt was für dich sein. So, wir haben alle lange genug drauf gewartet. Unser Platz 1 der beliebtesten Ausbildung 2021, es ist die Kauffrau oder der Kaufmann im Einzelhandel. In dem Job bist du ein absoluter Allrounder im Geschäft. Ohne dich geht quasi gar nichts. Du verkaufst natürlich als allererstes alle möglichen Waren und bist für die Kunden da. Du hast aber auch mit dem Einkauf neuer Produkte zu tun. Und auch die Lagerung von Produkten und ein bisschen Papierkram gehören zu deinem Job. Deshalb ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn du ganz gut in Mathe bist. Und auch wenn es mal im Laden ein bisschen hektisch wird, solltest du cool bleiben. Was für Eigenschaften sind eigentlich noch wichtig? Klar, auf jeden Fall eine freundliche und hilfsbereite Art, weil du täglich mit Kunden zu tun hast. Im dritten Ausbildungsjahr bekommst du dafür dann übrigens auch im Schnitt 1040 Euro im Monat. So, das waren sie schon, die beliebtesten Ausbildungsberufe 2021. Hast du noch Fragen zu einem davon? Dann ab damit in die Kommentare oder schreib uns bei Instagram. Wenn deine Traumausbildung jetzt noch nicht dabei war, gar kein Problem, die findest du bestimmt auf ausbildung.de.